Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist mir ein besonderes Vergnügen, Ihnen heute Abend Frau Professor Susanne Epple vorstellen zu dürfen. Auch deshalb, weil wir beide uns schon sehr, sehr lange kennen. Ich war damals Zweitgutachter Ihrer wunderbaren Magisterarbeit in Mainz über die Hammer. Sie hat in Mainz studiert bei Ivo Strecker und dann auch bei Ivo Strecker promoviert mit einer Arbeit, die auf jahrelangen Feldforschungen bei den Bashata in Südäthiopien, eine mit den Hammer eng verwandte Gruppe, basiert hat. Und das war im Jahr 2007 und hat im selben Jahr dann die Möglichkeit erhalten, in Addis Abeba eine Professur wahrzunehmen, hat in Addis dann viele Jahre gelehrt und wir können Sie heute gewissermaßen zurückbegrüßen in Frankfurt im Städteverband Mainz-Frankfurt als die verlorene Tochter. Sie wird nämlich die nächsten Jahre zumindest wieder in Deutschland verbringen mit einem Forschungsprojekt, das von der Deutschen Forschungsgemeinschaft bewilligt worden ist, zunächst für 3 Jahre, in dem es über die unterschiedlichen Rechtssysteme, eigentlich die miteinander konfligierenden Rechtssysteme in Südäthiopien geht, nämlich vor allem das lokale und das nationale, aber eben auch die Ausstellungen des internationalen Rechts. Und sie arbeitet vor allem darüber, wie die unterschiedlichen Gruppen den Konflikt zwischen den unterschiedlichen Systemen denn auch zu ihrem eigenen Nutzen einzusetzen versuchen. Aber heute Abend wird sie über etwas anderes reden, nämlich strikte Abgrenzung oder flexible Kategorien, neue Einsichten in die Forschungen des Frobenius-Instituts zu sogenannten Handwerker, Jäger und Sklavenkasten in Äthiopien. Bitte. Vielen Dank, Herr Professor Kohl, für die freundliche Einführung. Auch, dass Sie mich schon zum Professor gemacht haben. Was ich im äthiopischen Kontext war, Assistant Professor, im deutschen Kontext darf ich mich noch nicht Professor nennen, vielleicht wird es irgendwann so sein. Ich freue mich, dass ich heute Abend hier vortragen kann, wie Herr Kohl schon richtig gesagt hat. Der Vortrag heute ist nicht das Thema meines DFG-Projektes, was ich jetzt im Mai anfangen werde. Es ist ein anderes Thema, zu dem ich aber auch vorhabe, ein Projekt zu entwickeln, und ich hoffe auch, dass vielleicht durch Kommentare, Kritik oder Anregungen heute Abend mir das noch helfen wird, das Projekt weiter zu durchdenken. Ja, das Thema Handwerker, Jäger und Sklavenkasten, ich habe geschrieben sogenannte Sklavenkasten, weil dieser Begriff sehr umstritten ist, darauf gehe ich später noch ein. Dieses Thema wurde eben auch schon von frühen Reisenden und Forschern und auch den Mitgliedern der Frobenius-Expedition untersucht, hat aber auch im heutigen Äthiopien wieder eine große Relevanz. Und ich bin eigentlich auf dieses Thema gestoßen durch meine Lehrtätigkeit, vor allem in Addis Abeba, weil viele Studenten ihre BA, Master oder auch Doktorarbeiten über ein verwandtes oder, ja, Thema geschrieben haben, und ich habe die zum Teil betreut, also bin ich durch meine Studenten auf dieses Thema gekommen. Was ist so relevant an diesem Thema? Handwerker, Jäger oder ehemalige Jäger und Nachfolgen von Sklaven werden bis heute in Äthiopien in sehr vielen Regionen marginalisiert und ausgeschlossen vom alltäglichen Leben oder von der Mehrheitsgesellschaft. Und hierzu wurde zwar viel Forschung getan, aber oft nicht aus der Perspektive dieser marginalisierten Gruppen selber, sondern aus der Perspektive der Mehrheitsgesellschaften.
Und die neuere Forschung, also auch die Forschung der Studenten, die ich gerade erwähnt habe, beschäftigen sich mit kulturellem Wandel, mit dem Überschreiten oder Überwinden von sozialen Abgrenzungen, aber durch Einfluss von außen, also durch Einfluss durch die Regierung, durch Kirchen, NGOs und so weiter. Es wird viel versucht im heutigen Äthiopien. Es besteht ja zurzeit der sogenannte ethnische Föderalismus, also Gleichheit aller ethnischen Gruppen ist groß geschrieben, ist ein Ideal, das man erreichen will. Aber die Unterkategorien in diesen ethnischen Gruppen, die fallen vielerorts unter Tisch, beziehungsweise die Marginalisierung ist nach Ende des sozialistischen Regimes zum Teil wieder verstärkt worden. Das ist die Situation. Deswegen interessiere ich mich für dieses Thema. Und als ich dann die Möglichkeit hatte, ans Frobenius-Institut zu kommen, ich bin für 6 Monate hier gewesen mit einem DAAD-Stipendium. Und in der Zeit habe ich mir die Materialien, die Forschungsergebnisse der Expeditionen nach Südäthiopien angesehen, unter einem neuen Gesichtspunkt, eben unter dem Gesichtspunkt, inwiefern sind diese Kategorien, die oft eben Kasten genannt werden, wirklich so statisch, wie sie in der Literatur dargestellt werden, in der älteren Literatur. Ich beginne meine Präsentation mit einem Zitat, wie schon einige vor mir in den letzten Wochen. Previous writers tended to assume that segregation was rigid, impermeable and immutable. Dieses Zitat bezieht sich eben auf diese sogenannten Kasten oder Kategorien von soziale Kategorien von Menschen in verschiedenen Gruppen Äthiopiens. Das Zitat stammt aus einem Buch von Dina Freeman und Alula Pankhurst 2001, also eine relativ neue Publikation. Living on the Edge ist der Titel, Untertitel Marginalized Minorities of Craft Workers and Hunters in Southern Ethiopia. In diesem Buch werden die Veröffentlichungen bis dato, also bis 2001, zu dem besonderen und oft eben niedrigen Status von Handwerkern und Jägern in Äthiopien zusammengefasst. Das Thema Sklavenabkommen wird ausgespart in diesem Sammelband. In dem Sammelband werden auch einige neuere Daten veröffentlicht zu den verschiedenen Gruppen, in denen eben Handwerker und Jäger Subkategorien existieren. Und der besondere Fokus in diesem Buch liegt auf der Perspektive der Minderheiten, das ist neu, und der Wandel, wie ich vorhin erwähnt habe, der im Moment teilweise stattfindet durch Einfluss von außen. Welche Einflüsse von außen, also außerhalb der jeweiligen ethnischen Gruppen, gibt es? Das ist einmal die Eingliederung des Südens in das Äthiopische Reich unter Menelik Ende des 19. Jahrhunderts. Religion spielt eine Rolle, also der Übergang zum Christentum oder Islam hat soziale Grenzen verschwimmen lassen. Der Sozialismus unter dem Dirk-Regime 1974 bis 1991. Aber auch andere externe Faktoren wie der Zugang zu Ressourcen, also Land und Wald, Zugang zu Rohstoffen, der sich geändert hat, die Entstehung neuer Absatzmärkte von Produkten von Handwerkern oder Migration in die Städte. Ich gehe auf all diese Punkte später noch genauer ein, aber das sind die Themen, die in diesem Buch behandelt werden. Was nicht behandelt wird, ist, was ich untersuchen wollte für diesen Vortrag oder in den letzten 6 Monaten. Also einmal die Frage, wie statisch sind diese sozialen Kategorien? Handwerker, Jäger, Sklaven, Bauern, Pastoralisten. Wie statisch sind diese sozialen Kategorien ohne Einfluss von außen? Sind sie wirklich so statisch oder gab es vielleicht schon immer Mechanismen, um soziale Grenzen zu überwinden? Kulturimmanente Mechanismen nenne ich die hier. Gab es die schon bevor externe Akteure sich bemüht haben, mehr Integration herbeizuführen? Und welche Hinweise gibt es hierauf in den frühen Publikationen des Frobenius-Institutes? Das ist das Thema. Der Vortrag hat 3 Teile. Ich werde jetzt im ersten Teil noch mal genauer erklären, was meine ich mit den marginalisierten Gruppen, was ist in der Literatur damit gemeint und wie manifestiert sich die Marginalisierung. Dann gehe ich auf die Ergebnisse meiner Literaturrecherche ein, also was ist in den Schriften des Frobenius-Institutes zu finden.
Und am Ende gehe ich noch kurz auf neuere Forschungen in Äthiopien ein zu diesem Thema. Marginalisierte Gruppen. Was meine ich damit? Oder was ist damit gemeint, wenn wir in die Literatur zu Äthiopien gucken? Hiermit sind gemeint die Handwerker, wie schon erwähnt. Das sind vor allem Schmiede, Töpfer, Gerber oder Lederarbeiter, Weber und Holzarbeiter. Dann gibt es die Jäger, die Nachkommen von Sklaven. Und dann gibt es auch noch besondere Klane, einfach Klane mit speziellen Eigenschaften, die von den anderen Klanen der Mehrheitsgesellschaft unterschieden werden. Wenn ich von Mehrheitsgesellschaft spreche oder in der Literatur auch, sind damit vor allem Bauerngesellschaften gemeint, die Farmer. Wir finden aber auch marginalisierte Gruppen bei Pastoralisten oder Agropastoralisten. Man kann sagen, dass man in fast allen Gesellschaften Äthiopiens marginalisierten Gruppen findet, sowohl in stratifizierten Gesellschaften, also in ehemaligen sakralen Königtümern, und auch in den mehr egalitären Gesellschaften, zum Beispiel Gesellschaften mit Alters- und Generationsklassen im Süden von Äthiopien. Also es geht durch alle Formen der Gesellschaften hindurch, dieses Element. Zur Einführung ein paar Bilder. Wir sehen hier Weber bei den Baka in Ari, das ist in Südäthiopien. Ganz ähnliche Konstruktionen bei den Nau im Westen von Äthiopien und dann auch einen Webstuhl in Konso. Ich habe die Jahreszahlen daneben geschrieben, also die Bilder sind 40 bis 60 Jahre alt. Ich konnte nicht bei allen Bildern angeben, wer die Fotos gemacht hat, aber sie sind von den Expeditionen des Frobenius-Institutes. Hier sind einige Bilder von Töpfern in Wolaita, ebenfalls in Südäthiopien. Dann Töpfer auf dem Markt in Kambata, die ihre Ware anbieten. Und rechts das große Bild sehen wir, wie die Töpfe gebrannt werden gebrannt wurden. Wir sehen nur noch die Reste des Scheiterhaufens dort. Hier sehen wir einen Schmied in Hama, ganz im Süden von Äthiopien, in meiner Forschungsregion. Wie gesagt, die Bilder sind 40 bis 60 Jahre alt. Ich kann aber eigentlich sagen, dass man heute noch fast genau dieselben Fotos machen könnte, da die Schmiede in einigen Regionen immer noch genauso arbeiten, die Weber arbeiten auf dem Land immer noch an derselben Art von Webstühlen und die Töpfer produzieren ihre Töpfe auch immer noch auf die gleiche Weise. Natürlich gibt es modernere Methoden in den Städten, aber auf dem Land hat sich fast nichts geändert. Was macht die marginalisierten Gruppen so interessant? Interessant ist, dass sie nicht nur einfach ausgeschlossen sind, also sie sind nicht einfach Außenseiter von der Mehrheitsgesellschaft, sondern sie haben eine sehr ambivalente Stellung. Sie gelten einerseits als fremd, als andersartig und werden ausgegrenzt und sind andererseits fester Bestandteil der Mehrheitsgesellschaft und haben wichtige Aufgaben und besondere Sonderstellungen. Welche Eigenschaften schreibt man ihnen zu? Es gibt Eigenschaften, die zum Ausschluss führen. Sehr wichtig sind Konzepte von Reinheit und Unreinheit in Äthiopien. Und Handwerker, Sklavennachkommen und Jäger gelten als unrein in den meisten Gesellschaften. Und zwar körperlich, oft begründet durch ihre Tätigkeit und Kontakt mit Substanzen, die als unrein gelten, mit Leder zum Beispiel oder mit Ton oder mit Feuer. Aber sie haben auch eine Art rituelle Unreinheit in sich, also eine intrinsische Unreinheit, die auch übertragbar ist durch engen Kontakt mit diesen Menschen. Oft werden ihnen schlechte Charaktereigenschaften nachgesagt. Sie gelten als unsozial, unehrlich, unloyal. Und in manchen Regionen werden auch rassische Unterschiede festgestellt oder nachgesagt. Das sind nun die Eigenschaften, die lokal zugeschrieben werden. Es gibt aber auch Eigenschaften, die eben zu besonderem Respekt und zur Verehrung dieser marginalisierten Gruppen führen. Besonders Jäger und auch einige Handwerker werden besondere Fähigkeiten zum Segnen und Fluchen nachgesagt. Also sie haben oft auch magische Kräfte und in einigen Fällen auch eine besondere Nähe zum König oder zum Schöpferwesen. Ich komme später auf viele einzelne Beispiele, da komme ich wieder darauf zurück. Warum sind diese Menschen anders? Es gibt lokale Begründungen,
Wie ich eben schon erwähnt habe, Unreinheit durch die Tätigkeit oder auch Kontakt mit Elementen, die als unrein angesehen werden, Feuer, Metall. Nahrung spielt auch eine wichtige Rolle. Der Verzehr von Wildfleisch oder anderem Fleisch, was als unrein angesehen wird, zum Beispiel Fleisch, was von Tieren stammt, die gestorben sind und dann eben nicht geschlachtet, sondern gestorben sind und dann noch verzehrt werden, oder Tiere, die nicht auf die vorschriftsmäßige Art geschlachtet wurden, gelten als unrein und dürfen nicht gegessen werden von der Mehrheitsgesellschaft. Jäger, Handwerker, zum Teil auch Sklavennachkommen, tun dies und gelten somit als unrein. Eine andere Begründung ist zu finden in den Abstammungs- oder Ursprungsmythen. Den Vorfahren wird in vielen Fällen ein moralischer Verfall nachgesagt, dass der Vorfahr, der Schmiede oder der Jäger bestimmte Tabus gebrochen hat, zum Beispiel eben unreines Fleisch gegessen hat, Hundefleisch gegessen hat, Nilpferdfleisch gegessen hat oder ähnliches. Und diese Verunreinigung wird dann vererbt auf die nachfolgenden Generationen. Es gibt auch Fälle, in denen bestimmte Gruppen als verflucht gelten und dieser Fluch wird auch vererbt. In einigen Fällen wird aber eine gemeinsame Erschaffung mit dem rituellen Führer oder König nachgesagt, dass zum Beispiel der Urahn der Jäger, der jüngere Bruder des sakralen Königs war. Also es besteht eine besondere Nähe, der jüngere Bruder hat dann aber eben ein bestimmtes Tabu oder ein Verbot gebrochen und hat damit diese Unreinheit auf sich geladen. Die besondere Nähe bleibt aber in einigen Orten bestehen. Das werde ich später auch darauf eingehen, wie die besondere Beziehung zum König aussehen kann. Wie manifestiert sich die Marginalisierung im Alltag oder auch im rituellen Kontext? Es gibt sie auf sozialer Ebene, das heißt im Alltag meidet man sie, man isst nicht gemeinsam, man benutzt nicht dieselben Objekte, man trinkt nicht aus denselben Gläsern, man isst nicht vom selben Teller, was in Äthiopien eigentlich sehr üblich ist in vielen Gesellschaften, dass man das Geschirr teilt. Es gibt auch Beispiele, wo von Handwerkern eine besonders erniedrigende Art der Begrüßung erwartet wird. Sie müssen die Straßenseite wechseln, wenn ihnen ein Bauer entgegenkommt, oder sich auf den Boden werfen oder besonders unterwürfige Äußerungen machen. Und ganz wichtig, man heiratet sie nicht. Es gibt keine Vermischung. Diese Kategorien, sozialen Kategorien, sind zumeist endogam. Politische Marginalisierung, also sie haben keine politischen Ämter und auch keinen politischen Einfluss. Territorial, als unrein geltende Menschen dürfen bestimmte Orte nicht betreten. Sie leben oft am Rand des Dorfes oder in der Nähe des Waldes, also sind näher zur Natur als zur Kultur, kann man sagen, und besitzen kein Land, haben kein Recht, Land zu besitzen und eben auch keine Landwirtschaft zu betreiben. Und somit bedingt sich dann auch die wirtschaftliche oder ökonomische Marginalisierung. Sie haben keinen Zugang zu bestimmten Produktionsmitteln, kein Landbesitz, sie dürfen kein Vieh besitzen, dürfen bestimmte Tätigkeiten nicht ausüben und verdienen mit ihren selbst hergestellten Produkten oft sehr wenig, sind also oft arm. Wie gesagt, die Stellung ist ambivalent. Sie haben zentrale gesellschaftliche Rollen, auch wirtschaftliche, denn besonders die Handwerker stellen eben Objekte dar, die unabdinglich sind für die meisten Gesellschaften, Töpfe, Kleidung, Messer, Speere, Schilde, Pflüge und auch vielerlei Ritualgegenstände, ohne die bestimmte Rituale gar nicht ausgeführt werden können. Also es ist oft so, dass die Handwerker als unrein gelten, die Objekte aber, die sie herstellen, gelten als rein und werden auch benutzt, um Reinigungsrituale durchzuführen. Nicht nur die Objekte, auch die Handlungen der marginalisierten Gruppen können rituell sein. Sie erfüllen oft als unrein angesehene Tätigkeiten, sind Totengräber, Henker, Schlachter, Beschneider, führen aber, wie gesagt, auch Reinigungsrituale durch, nach der Geburt, nach einer Fehlgeburt auch, nach Initiation oder wenn jemand einen Feind getötet hat und dadurch auch als verunreinigt gilt, muss er ein Reinigungsritual durchlaufen. Viele Jäger können auch den bösen Blick abwehren, können
Menschen und auch Tiere heilen, die durch den bösen Blick krank gemacht wurden. Oft agieren sie auch als Mediatoren in der Konfliktlösung und haben, wie vorhin erwähnt, die Nähe, besondere Nähe zum sakralen König. Nun kurz zu der Begrifflichkeit, Begriff der Kaste. In vielen älteren Publikationen und auch in den Publikationen vom Frobenius-Institut wird von Kasten gesprochen. Das Argument für diese Begrifflichkeit, diesen Terminus ist, dass man hineingeboren wird. Man wird ähnlich wie in Indien in eine Kaste hineingeboren und kann nicht heraus, man kann nicht wechseln. Und die Kategorie, die Kaste ist an Status gebunden, es gibt eine Hierarchie. Jeder Kaste werden bestimmte Eigenschaften zugeschrieben und bestimmte Tätigkeiten auch zugewiesen. Andere Autoren kritisieren den Begriff und sagen, dass er nicht wirklich auf die äthiopische Situation passt, denn hier sind diese sozialen Kategorien nicht an Religion gebunden. Also es gibt keine religiöse Erklärung für diese hierarchische Anordnung von sozialen Kategorien. Der Begriff wird auch nur für die marginalisierten Gruppen selbst verwandt und nicht für die Farmer selber, also nur für die unteren Kasten sozusagen. Und auch sind die hierarchischen Anordnungen dieser Kategorien in den verschiedenen Gesellschaften sehr unterschiedlich. In manchen Gesellschaften gelten die Schmiede am unreinsten und sind ganz unten in der sozialen Hierarchie. In anderen gelten Schmiede gar nicht als unrein, sondern sind Teil der Mehrheitsgesellschaft. Die Rolle der Weber ist auch sehr unterschiedlich in den verschiedenen Gesellschaften. Also insgesamt sind die kulturellen Kontexte in Äthiopien so verschieden, dass man den Begriff Kaste darauf nicht anwenden sollte. Und es werden dann in der Literatur verschiedene alternative Termini angeboten, die ich einfach hier zur Information kurz aufgelistet habe. Man sieht, dass die beiden unteren vielleicht die neutralsten Begriffe sind. Cultural Stratum und Hereditary Status Groups sind neuere Begriffe, die eben noch keine Wertung mit einbringt, also die offen lassen, ob die sozialen Kategorien hierarchisch angeordnet sind, ob eine Marginalisierung vorliegt oder nur eine Differenzierung, ist bei den unteren beiden Termini offen gelassen. Nun noch kurz die Erklärungsversuche der Ethnologen. Warum gibt es überhaupt diese sozialen Schichtungen und Unterschiede und Kategorien und Subkategorien? Wo kommt das her? Es gibt verschiedene Erklärungsansätze. Einige sind historisch. Jensen hat auch eine dieser Theorien mitentwickelt, dass alte Kulturschichten von neueren quasi unterworfen wurden. Die Beispiele, die er nennt, sind häufig, dass in den Peripherien Jägergruppen vor allem durch Einwanderer unterworfen wurden, eine niedrige Stellung zugewiesen bekommen haben. Sie haben kein Land besessen, deswegen konnten die Einwanderer sich das Land eineignen und den Jägern eine marginalisierte Stellung zuweisen. Und in einigen Regionen, so argumentiert er, sind diese Jäger dann auch zu Handwerkern geworden. Andere haben dieser Theorie zugestimmt und meinen, dass auch einzelne ausgestoßene Mitglieder von der Mehrheitsgesellschaft, der Eingewanderten oder auch von anderen Gruppen dieser untersten Schicht zugemischt wurden, also dass diese Kategorie nicht mehr rein aus der Ursprungsgesellschaft besteht, sondern ein Mischmasch ist aus Ursprungsgesellschaft, Jägern und einzelnen Migranten, die ausgestoßen wurden von ihrer eigenen Gesellschaft. Donald Devine hat argumentiert, dass es andersrum ist, dass eigentlich die Handwerker die Migranten sind und auf der Suche nach Arbeit durchs Land ziehen und sich immer dort niederlassen, wo sie gebraucht werden. Soziale Erklärungsversuche sind zum Beispiel von Hermann Amborn und David Todd, dass es eigentlich eine Differenzierung aufgrund von sozialer Arbeitsteilung ist, besonders bei Gesellschaften mit intensiver Landwirtschaft, also dass die Landwirtschaft so viel
Arbeit benötigt hatte, dass Landwirte sich nicht auch noch für die Herstellung von Objekten, um die Herstellung von Objekten kümmern konnten und deswegen ein Teil der Gesellschaft zu Handwerkern wurde. Dann gibt es noch die kulturelle Erklärung, dass eben Menschen, die sich mit unreinen Objekten oder Tätigkeiten beschäftigen, selber als unrein gelten und deswegen eine besondere Stellung in der Gesellschaft erlangt haben, zugeschrieben bekommen haben. So, soweit als Hintergrund, was sind marginalisierte Gruppen in Äthiopien? Und jetzt komme ich zu den Ergebnissen der Frobenius-Forschung. Es gab drei große Reisen, 1934 bis 35, 1950 bis 52 und 1954 bis 55. Wie ich vorhin erwähnt habe, die Eingliederung des Südens von Äthiopien in das Äthiopische Reich geschah eigentlich schon Ende des 19. Jahrhunderts unter Menelik, aber so argumentieren zumindest Eike Haberland und Jensen. Dennoch ist der Süden von Äthiopien zum Zeitpunkt ihrer Reisen noch nicht modernisiert und noch nicht sehr verändert worden, noch nicht sehr amharisiert worden. Zumindest konnten sich die Menschen, die sie besucht haben, noch an vieles erinnern und viele Traditionen sind auch noch aufrechterhalten worden. So beschreiben sie in ihren Veröffentlichungen die Kulturen vor oder kurz nach den drastischen Veränderungen durch die Eingliederung in das Äthiopische Reich und besuchten, ich habe nicht nachgezählt, aber sicher 40 verschiedene oder 50 verschiedene ethnische Gruppen in Südäthiopien. Die Ergebnisse wurden in mehreren Sammelbänden publiziert, auch zahlreichen Artikeln und es gibt auch einiges unpubliziertes Material und ich habe mir das meiste davon angesehen. In den Sammelbänden, in den Veröffentlichungen wurde auf diese marginalisierten Gruppen eingegangen. Also man kann sagen, dass eine sehr differenzierte Darstellung der ethnischen Gruppen in Südäthiopien stattgefunden hat. Allerdings in den Beschreibungen war stets ein Fokus auf den Ursprung der marginalisierten Gruppen, ihre Tätigkeiten und ihre ambivalente Rolle, auch die Stratifizierung in der Gesellschaft, aber nicht so sehr auf Statuswechsel oder Grenzüberschreitungen. Eike Haberland hat einige Bücher und Aufsätze speziell zum Thema Jäger, Sklaven und Handwerker später noch veröffentlicht. Man kann sagen, dass er sich wohl am meisten für dieses Thema interessiert hat. Hier habe ich einfach nur zur Unterhaltung die wichtigsten Werke abgedruckt. Im Lande des Garda, 1936, Veröffentlichung nach der ersten Expedition. Altvölker Südäthiopiens, die Gala Südäthiopiens und die westkuschitischen Völker Südäthiopiens wurden nach der zweiten und dritten Expedition veröffentlicht und 1993 kam von Eike Haberland noch das Buch Hierarchie und Kaste zu den Disi Südäthiopiens raus. Das kann man vielleicht hier nicht so gut lesen. So. Der Fokus meiner Literaturstudie war, was ich schon gesagt habe, eben die Suche nach Hinweisen auf kulturimmanente Möglichkeiten des Kulturwandels. Gibt es innerhalb der einzelnen Gesellschaften die Möglichkeit, die eigene Statusgruppe zu verlassen oder nicht? Das Ergebnis, wenn ich mir das Frobenius-Material angucke, ist, dass, wie gesagt, keine fokussierte Studie hierzu gemacht wurde, aber dass es doch viele Hinweise gibt. Einmal viele Hinweise auf die verschiedenen sozialen Kategorien und Hierarchien und auch einige Erwähnungen dazu, wie diese Grenzen überwunden werden konnten. Kurz ein allgemeiner Hinweis noch. Im Folgenden benutze ich die neuen Namen der ethnischen Gruppen, über die ich spreche, denn die Namen in den alten Publikationen sind oft Fremdbezeichnungen oder gelten heute als beleidigend oder derogativ. Deswegen benutze ich die neuen. Und ich muss auch noch mal darauf hinweisen, ich präsentiere Material, das 60 bis 70 Jahre alt ist. Natürlich hat sich einiges geändert oder wird heute anders gesehen. Auf neuere Forschung, wie gesagt, gehe ich am Ende noch mal kurz ein. Aber jetzt kommt die Beschreibung von vor 60 Jahren. So.
Zunächst Kategorien und Hierarchien. Welche Kategorien wurden identifiziert bei den Reisen durch Südäthiopien? Welche Varianten gibt es? Es gibt in einigen Gruppen eine Unterscheidung zwischen originären Mitgliedern der Gesellschaft und assimilierten. Man findet das besonders bei den verschiedenen Oromo-Gruppen, die zwischen den echten und den assimilierten Fremden unterscheiden. Bei den Borana zum Beispiel hat Haberland beschrieben, gibt es die Gona, die Echten, und die Sabo, die Assimilierten. Auch bei den Shua und Guji Oromo gibt es diese Unterscheidung mit anderen Termini. Das bedeutete im Alltag, dass die Assimilierten, die fremden integrierten Oromo, keine besondere Ämter nicht einnehmen konnten. Zum Beispiel im Garda-System, im Generationsklassensystem, konnten sie keine politischen und rituellen Ämter übernehmen. In einigen Oromo-Gruppen wird sehr streng getrennt, in anderen wurde die Trennung aufgehoben und die Heirat ist erlaubt, in anderen nicht. Dann gibt es die Kategorie der Handwerker, über die habe ich schon gesprochen, klare Abgrenzung zur Mehrheitsgesellschaft. In einigen äthiopischen Gesellschaften haben Handwerker dieselben Klane und dieselben Ahnen, also dieselbe Abstammung, wie die Farmer, in anderen sind es Fremde mit anderen Klanen. In einigen Gruppen wurden Handwerke von den Nachbarn erlernt und übernommen. In anderen gelten sie als indigen. Viele Handwerker gelten als unrein und werden gemieden, wie erwähnt, in anderen Gesellschaften nicht. Es gibt eine Hierarchie auch innerhalb der Handwerkergruppen. Diese variiert, wie gesagt, oft sind Gerber und Schmiede am unteren Ende der Hierarchie, dann kommen Töpfer und am oberen Ende die Weber. Es gibt aber auch unterschiedliche Ordnungen. Handwerker sind oft endogam und heiraten sich nicht untereinander und meiden sich auch untereinander. Also essen auch nicht gemeinsam. Töpfer und Schmiede berühren sich auch nicht und heiraten sich nicht. Bekannte Beispiele aus Äthiopien sind die sogenannten Fuga, auch ein Wort, das heute als leicht derogativ gilt, in Gurage oder Hadicho in Sidama. Die Jäger, habe ich auch schon erwähnt, gelten sehr oft als Ursprungsgesellschaft. Sehr bekannte Beispiele in Äthiopien sind die sogenannten Manjo in Kaffa, die Wata bei verschiedenen Oromo-Gruppen. Jäger haben sehr oft eine ambivalente Rolle. Die Wata in Borana sind bekannt dafür, dass man sie sehr meidet wegen ihrer Unreinheit, gleichzeitig aber verehrt. Sie gelten quasi als heilig und unverletzlich. Niemand würde wagen, einen Wata zu verletzen oder gar zu töten. Sie haben auch eine besondere Macht zu fluchen. Die Wata haben sehr wichtige rituelle Rollen. Sie ziehen zum Beispiel Borana-Kinder, die nicht recht gedeihen wollen, groß, haben wichtige Rollen bei Übergangsritualen, Reinigungsritualen und eine Nähe zum Kalu, zum Priester, wie es bei Haberland übersetzt wird, der Borana. Sie erledigen auch einige zusätzliche Rollen, die ebenfalls als unrein gelten. Wie ich vorhin auch erwähnt habe, beerdigen, waschen der Toten und so weiter. Dann gibt es die Kategorie der Sklaven. Sklaverei in Äthiopien war auch weit verbreitet, ist noch nicht sehr erforscht, besonders nicht im heutigen Kontext, wie es mit den Sklavennachkommen aussieht. Immerhin bekannte Beispiele, die auch in den Frobenius-Veröffentlichungen erwähnt werden, sind die Eile in Gamo und in Walaita. Interessant ist hier, dass die Sklaven an sich und die Sklaven unter sich sich noch einmal stark differenzieren und eine eigene Hierarchie innerhalb der Sklavenkategorie erfunden haben vielleicht. Es gibt bei den Walaita eine insgesamt sehr hierarchisch geordnete Gesellschaft, eine sehr hohe Anzahl von Sklaven oder bis zu den 30er Jahren. Bis zu 30% der Walaita waren Sklaven. Das begründete sich darin, dass die Walaita sehr expansiv waren. Sie haben also immer mehr Land erobert von den Nachbarn. Und die sogenannten Adligen, die Tigre, haben gekämpft und konnten sich nicht um Nahrungsmittelproduktion und Ähnliches kümmern und haben deshalb sehr viele Sklaven gehabt, die auf dem Feld gearbeitet haben. Die waren hierarchisch geordnet. Es gab Königssklaven, Verwalter, verschiedene Haussklaven. Es gab sogar Sklaven der Sklaven, also einige Sklaven hatten wieder ihre eigenen Sklaven. Und es gab die Ärmsten der Armen, das waren die Bettelsklaven. Es gibt
im Norden von Äthiopien ein Beispiel einer besonderen Kategorie von Mensch, Angehörige bestimmter Religionen, nenne ich es hier, die Beta Israel oder früher Falasha genannt, das sind die äthiopischen Juden, die heute eigentlich, glaube ich, fast vollständig nach Israel ausgewandert sind. Die wurden im 16. Jahrhundert wegen dem falschen Glauben von ihrem Land verjagt, waren also landlos und mussten sich dann auch als Handwerker verdingen und wurden, ihnen wurden dann auch böse Dinge nachgesagt, dass sie den bösen Blick haben und hierdurch andere krank machen und töten, sich nachts in Hyänen verwandeln und solche Geschichten. Und dann gibt es die Klane mit speziellen Eigenschaften und Aufgaben. Ein Beispiel bei den Yem. Da gibt es die Altschicht, die Ursprungsgesellschaft, die Einwanderergesellschaft und die Handwerker. Und hier gelten die 24 Klane der Altschicht als unrein, sind endogam und haben aber besondere magische Kräfte und besondere Aufgaben. Sie mussten die Einwandererklane beerdigen. Hier gehe ich mal weiter. So, nun zum Hauptthema, kulturimmanente Möglichkeiten der Grenzüberschreitung. War es möglich, diese sozialen Kategorien zu verlassen, für Individuen oder vielleicht auch für Gruppen? Welche Möglichkeiten gab es? Eine Möglichkeit war die Heirat. Wie ich mehrfach betont habe, waren diese Statusgruppen eigentlich endogam. Sowohl die Handwerker als auch die Farmer und die Jäger. Dennoch gab es vereinzelt Heiraten über die sozialen Grenzen hinweg. Es gibt Beispiele, wo Bauern Jäger geheiratet haben. Und eine Situation kann sein, dass die Mitglieder der Mehrheitsgesellschaft ihren eigenen Status schon verletzt oder verloren haben. Dies betraf besonders Frauen, die in Gesellschaften, in denen Jungfräulichkeit eine große Rolle bei der Heirat spielt, diese verloren hatten. Die konnten keinen Mann mehr aus der eigenen Gesellschaft heiraten und wurden dann an eine andere Gruppe gegeben. Dasselbe kann zutreffen für Witwen oder geschiedene Frauen. Ich habe zwei Beispiele gefunden bei Haberland, bei den Gudi-Oromo, wo Mädchen, die nicht mehr Jungfrauen waren, den Wata gegeben wurden, eben einer Jägergruppe, die man normalerweise, mit denen man noch nicht mal zusammen ist, oder an Nachbargruppen, den Gidicho oder die Boroda. Bei den Borana konnten geschiedene oder verwitwete Frauen sich dazu entscheiden, Wata zu heiraten. Es gibt auch Beispiele, dass Jäger Handwerker heiraten, was eigentlich auch nicht erlaubt war, aber wiederum bei den Borana gab es wohl Fälle, die Haberland beobachten konnte oder die ihm erzählt wurden, dass Wata Schmiede geheiratet haben. Es gibt Beispiele von Gesellschaften, dass Sklaven Freie heiraten konnten und somit ihren Status verlassen konnten und zu vollwertigen Mitgliedern der Gesellschaft wurden. Zum Beispiel bei den südlichen Guji, wieder ganz im Süden von Äthiopien, Sklaven, die aus der Gruppe der Burji oder Amaru stammten, konnten Guji heiraten und so Mitglied der Guji werden. Eine andere Möglichkeit ist die Adoption. Durch Adoption konnte man ebenfalls in manchen Gesellschaften vollwertiges Mitglied werden, zum Beispiel bei den Arsi. Dort konnten Sklaven adoptiert werden. Und bei den Alapto Guji, das sind die nördlichen Guji, gab es ebenfalls Adoption von Fremden, die zwar nicht in der ersten Generation vollwertiges Mitglied wurden, aber nach einigen Generationen konnten ihre Nachkommen auch wichtige Ämter einnehmen. Auch wenn das ich habe hier in Klammern geschrieben, mit Gerede, wenn das mit ein bisschen Gerede verbunden war, war es doch möglich. Berufswechsel. Es gab und gibt bis heute strikte Trennung zwischen Farmern und Handwerkern. Dennoch gibt es Beispiele und Fälle, wo der Beruf gewechselt wurde. Dies konnte besonders geschehen, wenn sich die Rahmenbedingungen geändert haben. Für die Farmer bedeutete das, wenn ihr Land knapp wurde, durch Bevölkerungsdruck zum Beispiel, oder wenn die Ernte zu gering ausfiel durch mehrere Dürren, wenn also Nahrungsmangel war im Land, dann kann es passieren oder passierte es, dass Bauern anfingen, sich mit Handwerk zu beschäftigen, dass Bauern plötzlich anfingen, Schmiedearbeiten zu erledigen oder Lederarbeiten oder zu weben. Tätigkeiten, die eigentlich als unrein angesehen werden.
Bei Handwerkern heißt veränderte Rahmenbedingungen, dass zum Beispiel die Absatzmärkte sich verändern. Vielleicht will niemand mehr ihre Produkte kaufen. Das war der Fall in Südäthiopien für Lederarbeiter, als der Süden durch die Nordäthiopier besetzt wurde oder eingegliedert wurde, wurde Lederkleidung verboten, und zwar mit Gewalt. Also wenn Frauen dort mit Lederkleidung auf der Straße herumliefen, wurde ihnen die Kleidung weggenommen und sie wurden geschlagen, unter Umständen eingesperrt. Also mit drastischen Maßnahmen wurde die Lederkleidung, die als primitiv angesehen wurde, verboten, sodass die Gerber immer weniger Arbeit hatten. Und so wurden viele Gerber zu Webern. Heutzutage gibt es eine andere Dynamik, auf die ich später eingehe. Im Moment erlebt das Handwerk an manchen Orten ein Revival durch neue Absatzmärkte, durch steigenden Tourismus. Eine ganz andere Gegenbewegung. Jäger, viele, also die meisten oder eigentlich alle Jäger in Äthiopien waren nicht nur Jäger, sondern haben immer auch nebenher noch andere Tätigkeiten ausgeführt. Aber mit dem Verbot der Jagd oder auch Mangel an Wild, Tieren gibt es also immer weniger Jäger und wird immer weniger gejagt, und so, dass die meisten Jäger auch eine andere Tätigkeit zusätzlich ausführen. Es gibt also Doppelbeschäftigung, die nicht immer zu Statuswechsel führt. Beispiele in der Literatur habe ich gefunden, wo Jäger zum Töpfer wurden, bei den Chako, oder Gerber zu Webern, wie eben erwähnt. Gerber, wie gesagt, konnten bei den Gedeo auch traditionell keine Bauern heiraten, in diesem Fall aber konnten die Weber, die zu Bauern wurden, Gerber, die zu Webern oder zu Bauern wurden, konnten Bauern heiraten. Also hier war eine gewisse Aufweichung der Kategorie zu beobachten. Es gibt auch Handwerker, die, also jetzt habe ich ja eben beschrieben, wie Handwerker zu Jägern oder Jäger zu Handwerkern werden. Aber es gibt auch Handwerker, die zu Bauern wurden, zum Beispiel in Ari, wo Schulz-Weidner beobachtet hat, dass Schmiede, Töpfer und Gerber Farmer werden konnten und allgemein ein besseres soziales Ansehen erlangten. Oder auch Bauern, die zum Handwerker wurden. Beispiele hier wie bei den Chako, wo Frauen mit Töpferei begannen, oder bei den Gedeo, die Bauern, die zu Schmieden wurden, aber ihren Status behielten. Interessant fand ich den Aspekt der Differenzierung auf familiärer Ebene, also die strengen Regeln, dass man mit bestimmten Menschen nicht zusammen essen darf oder sie nicht heiraten darf, trafen gar nicht unbedingt immer für alle Mitglieder einer Gesellschaft zu. Die Bedeutung von Seniorität oder auch die Bedeutung, der Erstgeborene zu sein, ist groß in vielen äthiopischen Gesellschaften. Erstgeborene Söhne erben häufig den gesamten Besitz oder zumindest die sozialen Rollen, die Stellung des Vaters. Sie haben wichtige rituelle Positionen, führen die Rituale aus, sind die Ersten, die heiraten, müssen aber auch Gebote und Verbote besonders streng beachten. Im Umgang mit marginalisierten Gruppen war das Befolgen dieser Gebote und Verbote besonders streng zu beachten. Aber Zweit-, Dritt- oder Viertgeborene Söhne mussten dies oft gar nicht so streng tun und waren sehr viel freier in ihrer Partnerwahl, konnten mit Handwerkern gemeinsam essen, trinken oder sie sogar heiraten in einigen Gesellschaften. Sodass diese strikte Trennung der sozialen Kategorien gar nicht unbedingt überall so strikt war. Wie bin ich mit der Zeit? Ja, hier war ein Beispiel bei den Disi und bei den Konso. Vielleicht muss ich nicht auf jedes Beispiel im Detail eingehen, aber hier ging es besonders eben auch um die Erstgeborenen, die diese Regeln streng beachten mussten. Man konnte sich einen höheren Status auch erkaufen. Dies traf besonders für Sklaven oder heutzutage Sklavennachkommen, aber früher Sklaven zu. Sklaven konnten sich ihre Freiheit in manchen Gesellschaften erkaufen. Zum Beispiel bei den Sala, Teil der Gofa, konnte sich, so hörte es Schulz-Weidner, ein Sklave seine Freiheit durch die Zahlung von 17 Ochsen erkaufen und dadurch ein vollwertiges Mitglied der Gesellschaft werden.
Bei den Walaita konnten sich alte Sklaven, die nicht mehr viel Kraft zum Arbeiten hatten, ebenfalls freikaufen, indem sie selbst einen Sklaven kauften und ihrem Besitzer zum Tausch anboten. Hier muss man vielleicht als Hintergrundinformation sagen, Sklaven in Äthiopien stammen nicht unbedingt immer von anderen ethnischen Gruppen, sondern oft auch aus der eigenen Gesellschaft. Darin liegt begründet, dass ein Sklave, der sich freikauft, eben Mitglied, vollwertiges Mitglied der eigenen Gesellschaft werden kann. Man konnte auch den eigenen Status verlieren. Hier komme ich nochmal darauf zurück. Wie werden Freie denn zu Sklaven? Bei den Walaita waren es einmal Mitglieder von Nachbarvölkern, von außen eben, Besiegte, wurden integriert. Die wohlhabenden Mitglieder von besiegten Völkern wurden integriert, die Armen wurden zu Sklaven gemacht. Es gab sogar Freiwillige aus Nachbargruppen, die freiwillig Königssklaven bei den Walaita werden wollten. Und eben Mitglieder der Eigengesellschaft, das ist nicht ungewöhnlich, das gibt es auch in anderen Gruppen in Äthiopien. Der König konnte Freie zu Sklaven machen, wenn sie bestimmte Regeln brachen, Tabus, Verbote oder Rituale nicht richtig ausführten. Wenn ein Bauer sich einen Sklaven wünschte und es gab jemanden, der besonders nutzlos, arm und faul war, so konnte auch der Sklave bestimmen, dass dieser Mann nun Sklave des Bauern wurde. Es war also der Willkür des Königs überlassen. Handwerker konnten interessanterweise bei den Walaita nicht zu Sklaven gemacht werden, da sie als anders angesehen werden, als eine andere Art von Mensch, die diesen Status nicht erhalten kann. Es gibt auch, was beobachtet wurde, eine äußerliche Anpassung an die Mehrheitsgesellschaft, ohne dass der Status sich dadurch ändert. Man kann beobachten, dass Minderheiten, marginalisierte Gruppen die Sprache von der Mehrheitsgesellschaft annehmen, zum Beispiel bei den Wata, über die ich schon mehrfach gesprochen habe, die eine andere Sprache früher hatten, aber die Sprache der Borana komplett übernommen haben und ihre eigene Sprache gar nicht mehr sprechen. Die Wata haben auch Kleidung, Haartracht, Schmuck, Hausbau und Lebensweise der Borana so perfekt kopiert, dass Haberland, als er in den 50er Jahren bei den Borana war, nicht merkte, dass er eigentlich bei einer Wata-Familie gelebt hat. Das Kopieren der Äußerlichkeit, Sprache, materielle Kultur, Habitus hat aber nicht dazu geführt, dass Borana und Wata eins wurden. Es ist nur eine Art Mimikry vielleicht. Es gibt auch Beispiele, wo soziale Praktiken kopiert werden. In Baka, bei den Ari, haben die Handwerker die Heiratsklassen der Farmer übernommen. Also die Farmer haben nicht nur exogame Klane, sondern auch drei Heiratsklassen. Handwerker hatten dies traditionell nicht. Sie haben es aber kopiert und haben sich damit selbst mehr Regeln auferlegt bei der Partnerwahl, was aber nicht dazu geführt hat, dass sie sich mit den Farmern untereinander geheiratet haben. Sie haben nur diese Regeln kopiert und auf sich selbst übertragen. Interessant ist, dass durch diese äußerliche Anpassung neue Subkategorien entstehen können. Und zwar, indem die Kategorie der Jäger beispielsweise, hier ist das Beispiel der Wata wieder, zwei Unterkategorien entwickelt. Einmal die derer, die sich angepasst haben. Bei den Wata heißen die Angepassten nun Warana Wata, die Speerwata, weil sie nun als Waffe den Speer benutzen wie die Borana und nicht mehr Pfeil und Bogen. Die nicht angepassten Wata nennen sich Tiawata, Pfeilwata, und bilden nun eine eigene Kategorie. Und es gibt eine Trennung zwischen den Wayana und den Tiawata und sie heiraten untereinander nicht mehr. Bei den Sala in Gofa ist ein ähnliches Beispiel, wo einige Schmiede als Farmer gearbeitet haben und nun nicht mehr von den anderen Schmieden als Heiratspartner gewählt werden können. Aber auch nicht von den Farmern. Eine neue Kategorie von Mensch.
Es scheint auch die Möglichkeit zu geben, eine neue Identität zu bilden, dass man sich von der Mehrheitsgesellschaft distanziert. Also die marginalisierte Gruppe bildet eine eigene Identität und wandert ab. Laut Haberland sind die Gabra aus Nordkenia ein Beispiel. Sie waren ursprünglich Teil der Borana, galten dort als minderwertig, als Vasallen. Manche schreiben Sklaven. Gabra würde Sklave heißen oder Vasall. Sie emanzipierten sich und trennten sich von der dominanten Gruppe und haben ihre eigene Gruppe gebildet, die zwar den Borana sehr ähnelt, aber unabhängig ist heute. Diese These zur Ethnogenese der Gabra wurde später von anderen hinterfragt. Ich kann meine Hand nicht hierfür ins Feuer legen, dass die Geschichte so stimmt, aber so stellt er es dar. Ein anderes Beispiel aber, was in eine ähnliche Richtung zu gehen scheint, sind die Hadicho. Das ist die Handwerkergruppe bei den Sidama, die, und hier beziehe ich mich auf eine neue Quelle, sich ebenfalls distanziert haben von der Mehrheitsgesellschaft der Sidama und jetzt einen eigenen Distrikt, eine eigene Region bezogen haben, einen eigenen Distrikt, eine eigene politische Partei gegründet haben und nun bekannt sind auch unter dem Namen Hadicho und mit einer eigenen Identität, die sie auch vertreten wollen in der politischen Arena. Es gibt haben wir das Entstehen von neuen Unterkategorien, das Abtrennen. Es gibt auch ein Verschmelzen von Unterkategorien. Wie ich vorhin angedeutet habe, die Ursprungsgesellschaft, Erstankömmlinge und Assimilierte. Die Unterscheidung wird vielerorts nicht mehr unternommen. Auch in vielen anderen oder in einigen anderen Regionen, bei den Shangama in Ari, ist das Verbot der Töpfer, nicht den Farmern nicht zu nahe zu kommen, in den 50er Jahren schon aufgeweicht gewesen. In Gamo ebenfalls, ohne Angabe von Details, hat Helmut Straube beobachtet, dass Schmiede denselben Status wie Farmer erlangt haben sollen. Das sind also verschiedene Möglichkeiten des Statuswechsels oder für Individuen oder auch Gruppen. Alles wird nur angedeutet, wie gesagt, in den Schriften des Frobenius-Institutes. Es werden auch einige externe Faktoren angegeben, die auch in neueren Forschungen weiter untersucht wurden. Ich habe schon erwähnt, sich ändernde ökonomische Chancen und Rahmenbedingungen können soziale Kategorien verändern oder motivieren, sich zu verändern. Es gibt politische Einflussnahme, Verbot von Sklaverei in den 30er Jahren, auch der Verbot der Diskriminierung. Indirekt, wie vorhin erwähnt, das Verbot des Tragens von Lederkleidung hat auch eben eine Änderung hervorgerufen. Religion, hier besonders wurde das Christentum erwähnt, das Gleichheit propagiert und Diskriminierung verpönt. Kulturelle Einflüsse von außen, die Amhara, die in den Süden einwanderten, haben das Handwerk dort respektiert und die Handwerker respektiert, sodass Handwerker dort neues Selbstbewusstsein erlangt haben. Und allgemein, so hat Jensen schon in den 30er Jahren beobachtet, scheinen in der Stadt, im urbanen Kontext, soziale Grenzen eher zu verschwimmen. So, jetzt noch ganz kurz Einblicke in neuere Forschung, was ist nach den Frobenius-Expeditionen oder danach gab es ja auch noch Reisen von Mitarbeitern des Frobenius-Institutes nach Äthiopien und Südäthiopien. Von den 50er bis 80er oder 90er Jahre war die Zeit der Monographien. Wir finden viele Monographien zu verschiedenen ethnischen Gruppen in Äthiopien und die marginalisierten Gruppen, Handwerker, Jäger, auch Sklavennachkommen, weniger, werden immer erwähnt. Oft ist ein Kapitel ihnen gewidmet, aber es gibt keine Monographie, die sich ausschließlich hiermit beschäftigt. Hermann Amborn hat eigentlich das ausführlichste Werk geschrieben zu Handwerkern in Südäthiopien, besonders in Konzo, Gawada und benachbarten Völkern und hat hier auch auf die Flexibilität von sozialen Kategorien hingewiesen, in diesem Kontext sehr differenziert.
Und dann das Werk, was ich ganz am Anfang erwähnt habe, der Sammelband, hat eigentlich viele neuere Forschungen auch angestoßen. Das Leben oder die, ja, der marginalisierten Gruppen aus ihrer eigenen Perspektive zu untersuchen, Dina Freeman und Alula Pankhurst. Ja, es gibt nun immer mehr Forschungen zu diesem Thema, die den Einfluss der politischen Regimes historisch untersuchen. Unter Haile Selassie wurde Sklaverei verboten, irgendwann dann auch abgeschafft. Das sozialistische Dirk-Regime hat eine Landreform durchgeführt, während derer erstmals Jäger, Handwerker und auch Sklaven Land zugeschrieben bekommen haben und auch politische Rechte, Positionen bekamen. Seit EPRDF, dem jetzigen Regime, wie vorhin erwähnt, was für Gleichheit aller Völker Äthiopiens steht, jede ethnische Gruppe soll politisch repräsentiert sein, kulturelle Diversität wird gefeiert. Das hat zu Gleichberechtigung in manchen Bereichen geführt, aber hat leider auch zu einer Wiederbelebung von Kultur geführt, hat zur verstärkten Marginalisierung von diesen Gruppen an manchen Orten geführt. Es gibt Forschungen zu Möglichkeiten zu mehr Integration, Konversion zum Christentum, wie schon erwähnt. Es gibt viele Sensibilisierungsprogramme von Kirchen, NGOs, moderne Bildung in den Schulen natürlich auch. Ich habe vorhin erwähnt, Tourismus hat einen Einfluss auf den Status von Handwerkern, neue Märkte. Es gibt auch den Rechtsweg, es gibt Untersuchungen und einige Beispiele, in denen marginalisierte Gruppen vor Gericht gehen und ihre Rechte dort einklagen für mehr Partizipation. Was bisher wenig beachtet wurde, ist die Unterscheidung zwischen idealem und wirklichem Verhalten. Amborn zum Beispiel hat darauf hingewiesen, dass der Verbot, mit Handwerkern zu essen, oft nur in rituellen Kontexten beachtet wird, aber in Wirklichkeit gar nicht so streng befolgt wird. Wie vorhin erwähnt, auch der Status von Sklaven und Sklavennachkommen wurde bisher sehr wenig untersucht. Auch der Zusammenhang zwischen Geschlecht, Marginalisierung und Integration trifft immer dasselbe zu für Männer und Frauen, wurde nicht untersucht. Die Nachhaltigkeit von Integrationsversuchen wurde wenig erforscht. Und das Thema, was mich eben hier interessiert hat, die kulturimmanenten Mechanismen. Es gibt hier ein Beispiel, ein ehemaliger Student von mir eigentlich, der seine Magisterarbeit zu Nachkommen von Sklaven in Ganta geschrieben hat und sehr interessante Ergebnisse hatte. Er hat beschrieben, dass die Nachkommen von Sklaven bis heute stark marginalisiert werden. Man heiratet sie nicht. All die Dinge, die ich vorhin beschrieben habe, waren also bis vor ganz kurzem dort noch aktuell. Und sie konnten sich aber individuell von ihrem Sklavenstatus freikaufen durch die Zahlung von bis zu 50.000 Birr. Also das sind 2.000 bis 3.000 Euro, eine unheimliche Summe von Geld. Durch ein langwieriges Ritual, und das Geld musste gezahlt werden an die Nachkommen ihres ehemaligen Sklavenbesitzers. Dieses sogenannte Wozu-Ritual wurde also bis vor 2 Jahren noch durchgeführt und nun aber in Zusammenarbeit, nachdem viele andere Versuche gescheitert sind, in Zusammenarbeit mit den rituellen Führern der Ganta wurde eine Variante dieses Rituals ausgedacht, welches alle Sklavennachkommen nicht mehr einzeln, sondern alle gemeinsam am selben Tag durch dieses Ritual befreien von ihrem Status und durch eine geringere Zahlung von Geld. Und meines Wissens ist das die einzige Maßnahme, die tatsächlich bisher nachhaltig gewirkt hat. Ich konnte selbst beobachten, meine eigene Forschung hat sich nicht speziell auf dieses Thema bisher fokussiert, aber in Bashada und in Hama gibt es einen speziellen Clan, die Badje, deren Status auch durch
den Einsatz des rituellen Führers durch seine Entscheidung individuell geändert werden konnte. Das Schlusswort, Zusammenfassung, die Frobenius-Forschung war sehr differenziert und hat die Dynamiken an den sozialen Abgrenzungen zwischen den verschiedenen Kategorien gut beobachtet und erwähnt, aber die Hintergründe eben nicht weiter untersucht. Das war auch in der kurzen Zeit, in der so viele Gesellschaften besucht wurden, gar nicht möglich. Die neueren Forschungen beschäftigen sich sehr mit dem Wandel, mehr Integration, aber durch externe Einflüsse und Einflussnahme. Allgemein, wie ist die Situation in Äthiopien nun im Moment? Individuelle Kulturen sollen erhalten werden. Und wie gesagt, das hat zu einer Revitalisierung von sozialen Grenzen vielerorts geführt. Und in manchen Kontexten gilt Kultur sogar als schädlich. Die sogenannten harmful traditional practices werden also aktiv bekämpft. Wie es scheint, aber durch das eine Beispiel, was ich gerade kurz beschrieben habe, ist Wandel und Integration durch kulturimmanente Mechanismen oder Praktiken vielleicht nachhaltiger. Und ich meine, dass mehr Forschung hierzu notwendig ist, insbesondere die Kultur als Ressource und nicht als Hindernis zu betrachten. Danke.